Hallo zusammen. Wir sind hier bei der Firma Jobholzbau. Neben mir ist der Daniel Trösch. Er ist tätig im Verkauf der Presta-Elemente an die Holzbauer von der Schweiz. Jetzt, Dani, um was geht es denn genau bei diesen Presta-Elementen? Jawohl, da geht es um Vollholzdecken und Wände, die ohne Leim und ohne Eisenteile produziert werden, eigentlich nur mit Dübel. Da sieht man jetzt gerade, wie die Dübel in die Bretter und schlussendlich das Element gemacht wird. Zuerst werden 4 cm dicke Bretter mit einer Breite von zwischen 8 bis 20 cm aufeinander gestapelt. Der Stapel aus Brettern wird nachher schön in eine Flucht genommen und unter einem grossen Druck zusammengepresst. Der Arm, den man jetzt hier sieht von dieser Maschine, bohrt einerseits 2 Löcher in das Element rein und presst dann gleichzeitig noch die 60 cm langen Buchendübel durch. Das Ganze wird in Schichten von maximum 45 cm höher, Schicht für Schicht. Damit schauen dann die Dübel jedes Mal noch mindestens 15 cm unten ins bereits gedübelte Element. Dass das Ganze stabil wird und nicht eine einzige Stange dadurch hat, werden dann die Dübel jedes Mal noch 10 cm versetzt. Wenn die Elemente dann genug hoch sind, werden sie links und rechts auf die richtige Länge zugeschnitten und aus der Maschine herausgefördert. Hier sieht man jetzt aufgestellte Elemente. Sehr gut ersichtlich ist hier der Aufbau der Wand und auch der Buchendübel, wo alles ohne Leim zusammenhält. Und was ist denn jetzt der Vorteil von diesen Presselementen im Vergleich zu den konventionellen Ständerbauweisen? Durch den grösseren Massenanteil als beim konventionellen Ständerbau ist der Wärmeschutz besser gewährleistet. Ebenso nimmt Presta im Sommer Feuchte auf und gibt die in den kalten Sommermonaten wieder ab. Es ergibt ein angenehmes Raumklima. Schwind- und Quellbewegungen werden über jede einzelne Lamellen aufgenommen, dadurch, dass sie nur mit Dübel verbunden sind. Somit ist auch nach der Montage und nach mehreren Jahren kein Stoss sichtbar. Gut. Die Fläche kann ganz unterschiedlich ausgeführt werden. Mit Akustikprofil, nur gefasst oder sogar nur Segero. Die werden ganz dem Bedürfnis angepasst vom Kunden. Auch gibt es schon Lösungen, um weniger schönes Holz zu verbrauchen. Bodenelemente werden auf dem Bau dann mit einem Zement als Unterlagsboden übergossen, um eine sehr starke Holz-Beton-Verbindung zu erhalten.